Textbuch, Kapitel 7, die Gaben des Himmelreichs. Nummer 4, Heilung als Wiedererkennen der Wahrheit. Seite 117 bis 119. Die Wahrheit kann nur wiedererkannt werden und braucht nur wiedererkannt zu werden. Inspiration kommt vom Heiligen Geist und Gewissheit kommt von Gott, wie es seinen Gesetzen entspricht. Beide stammen daher aus derselben Quelle, da die Inspiration von der Stimme für Gott und Gewissheit von den Gesetzen Gottes kommt. Heilung kommt nicht direkt von Gott, der seine Schöpfung als vollkommen ganz erkennt. Doch ist Heilung trotzdem von Gott, weil sie von seiner Stimme und von seinen Gesetzen ausgeht. Sie ist deren Ergebnis in einem Geisteszustand, der ihn nicht erkennt. Der Zustand ist ihm unbekannt und existiert daher nicht. Die aber, die schlafen, sind ungewahr. Weil sie ungewahr sind, erkennen sie nicht. Der Heilige Geist muss durch dich wirken, um dich zu lehren, dass er in dir ist. Das ist ein Zwischenschritt auf die Erkenntnis zu, dass du in Gott bist, weil du Teil von ihm bist. Die Wunder, die der Heilige Geist inspiriert, können keine Rangordnung der Schwierigkeit haben, weil jeder Teil der Schöpfung einer Ordnung angehört. Das ist der Wille Gottes und der deine. Gottes Gesetze legen dies fest und der Heilige Geist erinnert dich daran. Wenn du heilst, erinnerst du dich an die Gesetze Gottes und vergisst die Gesetze des Ego. Ich habe schon gesagt, dass Vergessen lediglich eine Art und Weise ist, sich besser zu erinnern. Daher ist es nicht das Gegenteil von Erinnern, wenn es richtig wahrgenommen wird. Wird es nicht richtig wahrgenommen, so ruft es, wie jede unrichtige Wahrnehmung, eine Wahrnehmung von Konflikt mit etwas anderem hervor. Richtig wahrgenommen kann es, wie jede richtige Wahrnehmung, als ein Weg aus dem Konflikt heraus genutzt werden. Das Ego will nicht jeden alles lehren, was es gelernt hat, weil das seinen Zweck vereiteln würde. Daher lernt es in Wirklichkeit überhaupt nicht. Der Heilige Geist lehrt dich, das, was das Ego gemacht hat, zu nutzen, um das Gegenteil dessen zu lehren, was das Ego gelernt hat. Die Art des Gelernten ist so unerheblich wie die besondere Fähigkeit, die auf das Lernen verwendet wurde. Das Einzige, was du tun musst, ist, dich zu bemühen, zu lernen,
denn der Heilige Geist hat ein einheitliches Ziel für die Bemühungen. Wenn unterschiedliche Fähigkeiten lange genug auf ein Ziel angewendet werden, werden die Fähigkeiten selbst vereinheitlicht. Sie werden dann nämlich in einer Richtung oder in einer Weise kanalisiert. Letztlich tragen sie alle zu einem Ergebnis bei. Und dadurch wird ihre Gleichartigkeit statt ihrer Unterschiedlichkeit betont. Alle Fähigkeiten sollten daher dem Heiligen Geist übergeben werden, der sie richtig einzusetzen versteht. Er nutzt sie nur zum Heilen, weil er dich nur als ganz erkennt. Durch Heilung lernst du, was Ganzheit ist. Und indem du dieses lernst, lernst du dich an Gott erinnern. Du hast ihn vergessen, aber der Heilige Geist versteht, dass dein Vergessen in eine Weise des Erinnerns übersetzt werden muss. Das Ziel des Ego ist ebenso einheitlich wie dasjenige des Heiligen Geistes. Und daher lassen sich ihre Ziele nie auf irgendeine Weise oder in irgendeinem Ausmaß miteinander versöhnen. Das Ego sucht immer zu zerteilen und zu trennen. Der Heilige Geist sucht immer zu einen und zu heilen. So wie du heilst, wirst du geheilt, weil der Heilige Geist keine Rangordnung der Schwierigkeit in der Heilung sieht. Heilen ist der Weg, den Glauben an Unterschiede aufzuheben. Und das ist der einzige Weg, die Sohnschaft als eins wahrzunehmen. Diese Wahrnehmung ist daher im Einklang mit den Gesetzen Gottes, sogar in einem Geisteszustand, der nicht im Einklang mit dem Seinen ist. Die Stärke der richtigen Wahrnehmung ist so groß, dass sie den Geist in Einklang mit dem Seinen bringt, weil sie seiner Stimme dient, die in euch allen ist. Zu meinen, du könntest dich dem Willen Gottes widersetzen, ist ein wirklicher Wahn. Das Ego glaubt, es könne das und es könne dir seinen eigenen Willen als Gabe anbieten. Du willst ihn nicht. Er ist keine Gabe. Er ist überhaupt nichts. Gott hat dir eine Gabe gegeben, die du sowohl hast als auch bist. Wenn du sie nicht benutzt, vergisst du, dass du sie hast. Wenn du dich nicht daran erinnerst, erkennst du nicht, was du bist. Heilen ist also eine Weise, sich der Erkenntnis dadurch zu nähern, dass du in Übereinstimmung mit den Gesetzen Gottes denkst und ihre Allgemeingültigkeit begreifst. Ohne diese Einsicht hast du die Gesetze für dich bedeutungslos gemacht. Doch die Gesetze sind nicht bedeutungslos, da alle Bedeutung von ihnen gehalten und
in ihnen enthalten ist. Trachte zuerst nach dem Himmelreich, weil dort die Gesetze Gottes wahrheitsgemäß wirksam werden. Und sie können nur deshalb wahrheitsgemäß wirksam werden, weil sie die Gesetze der Wahrheit sind. Doch trachte allein danach, weil du nichts anderes finden kannst. Es gibt nichts anderes. Gott ist in einem ganz wörtlichen Sinne alles in allem. Alles Sein ist in ihm, der alles Sein ist. Du bist daher in ihm, da dein Sein Seines ist. Heilen ist eine Weise, das Gefühl der Gefahr zu vergessen, das das Ego in dir hervorgerufen hat, indem du seine Existenz in deinem Bruder nicht siehst. Das stärkt den Heiligen Geist in euch beiden, weil es die Weigerung ist, Angst anzuerkennen. Die Liebe bedarf nur dieser Einladung. Sie kommt uneingeschränkt zur gesamten Sohnschaft, da sie ist, was die Sohnschaft ist. Indem du zu ihr erwachst, vergisst du lediglich, was du nicht bist. Dadurch kannst du dich an das erinnern, was du bist.